Hier, nimm ihn. Den Schlüssel zu meinem Herzen. Bewahre ihn gut auf. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann wirst du es öffnen können. Aber wann werden wir uns wiedersehen? Nein, geh nicht! Nein, was soll ich tun? So kann es nicht weitergehen. Ich habe so lange gewartet. Und nie haben wir uns wiedergekehrt. Ich werde mich dieser Last befreien. Und doch kann ich ihn niemals vergessen. Ich werde dich finden. Ja, Hallitube, hier ist wieder Florian für euch zurück mit Tag Nummer 9, müsste es glaube ich sein, von den 12 Days of Anime 2021. Und ja, beginnend mit dem heutigen Tag bin ich wirklich bei meinen absoluten Top-Favoriten-Momenten von Anime in diesem Jahr angekommen. Die nächsten drei Tage werden Anime sein, die alles dieses Jahr in diversen Anime-Seasons liefen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Heute kommt noch der letzte Eintrag und ich glaube sogar der einzige, den ich zwar dieses Jahr konsumiert habe, allerdings schon als Anime-Erstausstrahlung deutlich länger zurückliegt. Und zwar soll es mir um Millennium Actress, den Film aus dem Jahre 2000 vom Regisseur Satoshi Kon gehen, der im Zuge der Kasei Anime Nights tatsächlich in einer restaurierten Fassung, also aufgebesserten, aufgehübschten Fassung auch in den Kinos lief und den ich in Kinos zuerst gesehen hatte, obwohl ich schon seit Ewigkeiten die schon länger in Deutschland veröffentlichte DVD-Variante von Millennium Actress auch bei mir habe und allerdings nie dazu irgendwie gekommen bin, den Film zu gucken, obwohl ich immer sehr, sehr, sehr gute, viele fantastische Sachen über den Film gehört habe. Und was es mit dem komischen Schlüssel und so weiter auf sich hat, versteht man dann auch. Hier hinten ist es ein bisschen angedeutet, wenn man den Film dann anguckt. So, da muss ich mal ganz kurz ein bisschen was löschen vom Chip der Kamera, denn da ist es leider voll gelaufen. Deswegen gab es hier vielleicht einen komischen Cut. Ich weiß nicht genau, an welcher Stelle ich jetzt wieder hier reingeschnitten habe. Aber ja, wie gesagt, um Millennium Actress geht es mir. Und der Film hat mich wirklich unglaublich begeistert, als ich ihn in den Kinos gesehen habe. Und ist so wirklich ein Meisterwerk, von dem ich sagen würde, um zu zeigen, was Anime kann, so von Bilderwechseln, Übergängen, von Regiearbeit und dergleichen, ist Millennium Actress wirklich ein absolut fantastischer Film, den man auch nicht so mit Anime vertrauten Leuten zeigen kann, um ihnen vielleicht so ein bisschen die Faszination von Anime eben auch näher zu bringen. Und das Gefühl hatte ich von seiner Erzählstruktur, der Film eben an ganz, ganz, ganz vielen Stellen, der mehr oder weniger drei Erzählebenen hat, nämlich grundlegend erstmal ein Dokumentationsfilm-Team, wenn man so will, oder Duo, ein Filmduo, das sich auf der Suche nach einer alten, bekannten Schauspielerin gemacht hat, die sich urplötzlich dann vor einigen Jahrzehnten aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, um sie zu interviewen, und sehen eben ein bisschen die die Gegenwart, wo sie dann zu ihr gehen, sie auffinden, mit ihr das Interview und dergleichen halten, und sehen parallel dazu dann die Vergangenheitsgeschichte, in der allerdings die beiden auch immer mit präsent und vorhanden sind. Zumindest von meiner Interpretation her ein Ausdruck, dass Chiyoko, also die Schauspielerin, ihre Vergangenheit dann so faszinierend erzählt, dass die anderen beiden praktisch wie mit direkt in ihre Geschichte hineingesogen und hineingenommen werden und da dann auch ein paar von den Nebenrollen, wenn man so möchte, mit einnehmen. Wobei die Vergangenheit nicht immer ganz klar die Vergangenheit ist und man nicht weiß, ob es die reale Vergangenheit ist oder ob es Teile der Filme sind, in denen Chiyoko gespielt hat. Denn da sie eine Schauspielerin war,
haben viele der Stücke und Filme, in denen sie gespielt haben, auch gewisse Parallelitäten zu ihren Erfahrungen im realen Leben aufgewiesen. Und deswegen gibt es immer mal wieder absolut fantastische Szenen, wo dann absolut unklar ist, wird jetzt hier ja die realen Erfahrungen von ihr in der Vergangenheit erzählt und wie viel von dem, was recht offensichtlich ja, Filmerzeugnisse sind, also was recht offensichtlich Ausschnitte aus Filmen, in denen sie mitgespielt hat, ist, was davon hat eigentlich dann in der Realität für sie und ihre persönliche Entwicklung Einzug gehalten. Also absolut vom filmischen, cineastischen her ein absolut fantastischer, unglaublich gut gemachter Animationsfilm, der mich absolut begeistert hat, der aber auch wirklich sehr, sehr an die emotionale Substanz geht mit ja, einer Jugendliebe, die Chiyoko gefunden hat, praktisch noch bevor sie wirklich ihre Schauspielkarriere gefunden hat und ja, einen Schatten dieser Liebe, den sie dann eben über Jahrzehnte, wenn man so möchte, eigentlich hinterherjagt und dabei von einigen verraten, hintergangen wird, schlimme Erfahrungen gemacht hat, bis sie ja irgendwann die Jahre vergehen und sie älter und älter wird und wir kommen dann eben zu einer Szene, wo, und damit würde ich jetzt hier so eine kleinere Spoilerwarnung von Millennium Actress reinnehmen. Ich glaube, selbst gespoilt ist der Film absolut mega unterhaltsam in jeglicher Hinsicht und sollte ihn gesehen haben und selbst gespoilt wissend ist alles an dem Film absolut fantastisch anzuschauen. Aber hier eben als kleine Spoilerwarnung entsprechend war besonders bewegend dann die Szene, wo ja, sie dann so weit fortgeschritten ist und was auch eine Szene ist, wo eigentlich alle drei Ebenen in eins übergehen. Und zwar, als sie dann gefragt wird in der Vergangenheit, wie sieht denn eigentlich derjenige, den du geliebt hattest, den du getroffen hattest als kleines Mädchen, wie sieht er denn aus? Wird sie mal gefragt, als sie dann schon erwachsener geworden ist, als sie, glaube ich, dann auch schon mit dem anderen Regisseur verheiratet war und dergleichen. Da, ja, wurde sie das in der Realität am Set gefragt und dann ihr reales Ich hat dann so überlegt und es ging dann aber direkt über in so einen Szenenwechsel, wo sie ganz offensichtlich die Rolle einer Lehrerin für eine Klasse gespielt hat, die eine ähnliche Frage in dem Kontext wahrscheinlich von den Klassen, von ihren Schülerinnen gestellt bekommen hat und dann allerdings da in eine Tränenszene ausbricht, dass sie sich nicht mehr an sein Gesicht erinnern kann, was sich dann aber auflöst in die Gegenwart, wo dann selbst die da zu dem Zeitpunkt dann 70-jährige oder über 70-jährige Chiyoko dann eben auch in der Realität, in der Gegenwart, wo der Film dann spielt, wo das Interview stattfindet, auch in Tränen ausbricht, dass sie eben eigentlich irgendwann dann gemerkt hat, sie kann sich eigentlich der Liebe, der sie jahrzehntelang gefolgt ist, nicht mal mehr an das Gesicht oder an irgendwas erinnern und hat eben nie Spuren gefunden und hat mehr oder weniger so lange einen Geist hinterhergejagt und hat da dann die Realisation, sie weiß eigentlich gar nicht mehr, wem genau sie da oder was sie da hinterherjagt, also hat da kein Bild mehr entsprechend vor Augen und ja, es ist sowas finde ich immer sehr tragisch zu sehen und dann auch eben vor allen Dingen ältere Leute, die immer noch so ihre Traumata oder ihre Phasen aus der Vergangenheit haben, die sie nie losgelassen haben und da dann eben ja alte Omas oder Opas, in die Jahre gekommene Leute dann wegen den Ereignissen ihrer Vergangenheit weinen zu sehen. Das war dann, glaube ich, so einer von mehreren Momenten im Film, wo ich mit am gerührtesten war. Auch das Ende hat mich sehr mitgenommen, über das ich hier jetzt aber nicht reingenommen habe, weil ich da nicht zu große, riesige Spoilerwarnung machen wollte. Deswegen habe ich mich für die Szene entschieden, wo ja emotional der Film mich dann allerspätestens wirklich an der Mangel gehabt hat, sehr stark gepackt hat. Und deswegen hat es hier eben Millennium Actress, absolut hervorragender Film, kann absolut nur empfehlen, ihn anzuschauen, wenn man die Gelegenheit hat. Und war ein absolut mega geiles Kinoerlebnis gewesen. Wird vermutlich, ich will mir nochmal die japanische Synchronisation nochmal voll auf DVD anschauen, weil es gab so ein paar kleinere Aspekte, die mich, glaube ich, an der deutschen Synchronisation ein bisschen gestört hatten, dass die Dialoge manchmal vielleicht ein bisschen steif übersetzt oder eingesprochen waren, was manchmal ein bisschen auch den Lippenbewegungen vielleicht geschuldet war. War aber selbst mit dem deutschen Dub im Kino war schon ein absolut fantastisches Filmerlebnis und wird sich, wenn es diesen Effekt nochmal wiederholt,
und mit dem Wissen, was zum Teil später so geschieht, man den Film auch nochmal von Anfang an anschaut und da vielleicht noch andere Entdeckungen und dergleichen macht und nochmal neu interpretiert, was ist jetzt Teil der Filme, was ist Teil ihrer tatsächlichen Vergangenheit und so weiter, was hat Auswirkungen in die Gegenwart, diese verschiedenen Ebenen, die da erzählt werden, das dann nochmal vom Neuen anzusehen auf Japanisch, und wenn das dann immer noch so eine Faszination wie beim ersten Schauen auslöst, dann habe ich hier definitiv, wenn ich irgendwann mal meine Anime-Liste update, wenn ich mal die Jahresrückblicke mache, Gott, komischen Husten gerade, dann wird der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch 10 von 10 Punkte von mir bekommen. Absolutes Meisterwerk, ganz fantastischer Film. Da ich aber, wie gesagt, ein bisschen das Scheinwerferlicht auch werfen will auf die drei Serien aus dem aktuellen Jahr, die ich hier auch unglaublich gut befinde, die unglaublich tolle Szenen haben, habe ich jetzt hier Millennium Actress vorangestellt, auch wenn es ein Moment ist und ein Film ist, der so genauso gut am 12. und letzten Tag eben hätte kommen können. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen hier an der Stelle dafür und sage wie immer, Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.